Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben als letztes hier diese Insel geklärt. Ich habe noch ein bisschen Sachen abgegeben, so wie für zum Beispiel die Batterien. Da sind wir jetzt hier auch wieder ein Stückchen weiter. Ich habe ein bisschen Geld gemacht, wie man oben rechts am Bildschirmrand sieht. Habe ein bisschen Zeug verkauft und so. Naja, so Sachen halt gemacht. Ups. Und jetzt wollen wir aber hier noch das Quest abgeben bei ihm. Und danach fangen wir mal an, langsam wieder ins nächste Gebiet zu gehen. Wenn wir jetzt hier schauen, haben wir hier oben als nächstes. Da sind wir nämlich auch noch nicht gewesen. Wir können es gleich hier hinporten und hier den Bereich machen. Beziehungsweise halt erstmal zu den Oni und mal schauen. Da geht es ja auch noch mal richtig weiter. Jetzt schauen wir erstmal her. Hallo. Es kommt mir so vor, als wäre es plötzlich besonders ruhig auf der Insel. Könnte es sein, dass... Du hast die Monster besiegt? Alle drei Lager sind weg? Ha, Wahnsinn! Mir fällt ein Stein vom Herzen. Du warst mir eine riesige Hilfe. Übrigens habe ich gerade ein Piratenschiff zurückkehren sehen. Nachdem es auf der Rückseite der Insel gefahren war, verschwand es plötzlich von der Bildfläche. Naja, bla bla, also kaputt. Was? Auf der Rückseite der Insel gibt es eine Höhle, in das sich das Piratenschiff zurückgezogen hatte? Und du hast die Piraten einfach so angegriffen und besiegt? Unglaublich! So ganz allein. Wirklich Wahnsinn. Davon sollte ich mir als Mitglied der Monsterwehr ein Stück abschneiden. Mir gehen die Nerven einfach zu leicht durch. Aber dank dir haben sie sich erstmal beruhigt. Ach, dafür, dass du dein Leben riskiert hast, musst du natürlich eine Belohnung bekommen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Ein blaues Säbelhorn? Das ist ja sogar mal was Gutes, was wir hier bekommen. War das vielleicht ein kleiner Schock für dich, dass meine Belohnung wertvoll ist? Ja. Das war tatsächlich ein Schock für mich. Ich habe das Ding auf einer früheren Mission für die Monsterwehr aufgegabelt. Und bis zum heutigen Tag habe ich es als Glücksbringer behalten. Dir wird es sicher mehr nützen als mir. Jetzt muss ich nur noch einen Bericht der Ergebnisse hier erstellen und dann werde ich die Insel der Schnurstracks verlassen. In Zukunft möchte ich dann versuchen, nicht mehr so ein Angsthase zu sein, sondern eher so wie du. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Es wäre schön, wenn wir uns mal wieder treffen. Geschafft. Sehr gut, ja, gab sogar mal eine gute Belohnung. Okay. Als nächstes gehen wir mal wieder ins Tagebuch rein, machen mal wieder das Hauptquest an und suchen die vier Regionen. Und dann wissen wir nämlich, wo wir als nächstes auch genau hin müssen. Und dann geht es mal ab vom schönen Süden in den kalten Norden. Auf geht's. Hier können wir mal schauen, wir haben ja so ein Ding für diese Zeitungs. Leute da schon abgeschlossen, die anderen habe ich alle noch nicht gemacht. Da gibt es noch so viele Quests, ne? An jedem Stall quasi. Haben wir noch sau viel zu tun. Wissen wir alle. Und vielleicht kann ich da schon einen Teil von der Rüstung bekommen. Mal schauen. Okay, und da hinten. Oh, 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 kalt. Kalt, 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 kalt. Wir brauchen eine Winterhose. Was ist denn unsere Winterhose? Da. So. Sehen wir nicht mehr ganz so hübsch aus. Schade eigentlich. Aber was Mut, hat Mut. So. Hallöchen. Na? Ah, Link, du bist wirklich unermüdlich. Wie läuft's denn so? Verstehst du dich mit Pien? Oh, hast du Pien aus den Augen verloren? Er sollte sich zurzeit beim Stall des Schneelands aufhalten. Du erreichst ihn bald, wenn du der Straße vor der Zeitungsredaktion nach Norden folgst. Der Stall liegt in Hebra, da solltest du Vorkehrungen gegen die Kälte treffen. Es geht ein Gerücht um, dass dort ein seltenes Pferd gesehen worden sein soll, wie man es sonst kaum jemals findet. Pien sagte, dass seine Reporterinstinkte angeschlagen haben. Reporterinstinkte? Wenn es so etwas wirklich gibt, wäre das enorm praktisch. Ja, überall Mitarbeiter,
die nach Informationen über den Verbleib von Prinzessin Zelda Ausschau halten. Der Kleeblatt-Kurier steht in dieser Sache fest an deiner Seite. Teilhaben. Hose. Nehmen wir Hose. Haben will, haben will. Die Krötenausrüstung hat sich bei der Zeitungsrecherche als unersetzlich erwiesen. Welche Ausrüstung ermöglicht es einem schon sich an nassen Wänden festzuhalten, ohne abzurutschen? So etwas ist selten, da kann ich sie auch nicht einfach so verschenken. Arbeite mit Pien zusammen und bla 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 bla. Doofe Kuh, wir haben schon alles gemacht. So, hier sollen wir rüber, aber da kaputt. Verstehe. Weitergehen für Flügellose auf eigene Gefahr. Ganz schön lange Brücke. Müssten wir da bauen? Oder wir flattern rüber? So zugrückmäßig liegt hier nichts rum, was wir verwenden können. Das ist schade. Vielleicht können wir auch hochklettern, ich meine. Oder ein bisschen einen erhöhten Punkt vielleicht noch. Naja, nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, das sieht aus wie Eis. Ich glaube, wir rutschen da ab und klatschen nach unten. Ich denke mal, wir müssen schnell was zusammenkleistern. Aber haben wir hier vielleicht noch was, so eine Baustelle oder so? Oder? Ich sehe jetzt keine Baustelle. Ah, guck mal hier. Könnten diese Baumstämme erstmal verwenden. Zwei reichen ja eigentlich zum drübergehen. Und wir haben hier, naja, zwei zu ein zu wenig. Den können wir uns vielleicht nach umhacken. Dann hätten wir eigentlich eine recht lange Brücke. Guck mal, wir hacken mal hier noch einen Baum um. Guck mal, ja, das Ding. Ich habe gerade genug Platz für Waffen. Zack. Nimm eine an. So. Das ist ein bisschen ein anderer Stamm sogar. Was soll die gehen? Soll die gehen? So. Und das auch noch. Das sollte auf jeden Fall lang genug sein, oder? Oh. Ja, komm schon. Ist lang. Ah, so. Bleibt man schnell mal überall hängen. Aber nach oben hier so. Ui, ui, ui. Und reicht das? So, mal hier ansetzen. Und nach unten. Oh, das reicht nicht, Alter. Ich muss noch ein paar. Noch ein paar Baumstämme reinholen. Wir legen das mal. So. Okay. Dann müssen wir halt noch mal ran. Haben wir hier einen Frosch? Mitten in der Kälte? Das ist ja seltsam. Meine Güte, ey. Hat eine lange Brücke wieder machen müssen. Vielleicht wäre rüberfliegen doch schneller gewesen. So.
Ey, ihr wollt mich verarschen. Ey, ihr wollt mich verarschen. Was ist das für eine lange Brücke, die wir hier brauchen? Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Wenn jetzt einmal schon so weit ist, dann will man halt auch nicht mehr aufhören, ne? Na komm schon. Mann. Wenn das jetzt nicht reicht hier. So. Ihr wollt mich rollen? Aha. Du meine Güte. Gut. Alter, das ist wieder, das war viel länger als gedacht. War optisch schwer einzusehen. Eieiei, hier ist bestimmt kalt drin. War was drin? Nö. Oh, ich höre einen Schreien. Oh, was für eine mystische Musik. Oh, diese Art, das ist diese schöne Orni-Musik. Die es schon im Wind Waker gab. Nur ein bisschen verändert. Voll schön. Ist aber drinne. Wait. Aber noch mehr als genug. Ja, mehr Geld. Immer. Warum nicht? Ja, es ist so schön. Das ist so schön. Ich glaube, die meisten Leute sind hier auch zuerst hingegangen. Habe ich das Gefühl. Immer so ein bisschen bei anderen zugeschaut habe. Oh, hallo. Gibt's auch eine Statue? Schön. Aber wo ist denn der Schrein? Ist der nicht hier irgendwo? Oh, hier sind Kiddies. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich die Schreine hier irgendwo sehe. Oh, hier könnte ich ja den ganzen Tag rumstehen, nur wegen dem schönen Lied, was hier läuft. Da ist er doch. Dachte ich mir doch, dass der hier unten irgendwo ist. Mal wieder ein Schrein. Auch schon eine Weile lang keinen mehr gesehen, oder? Also so ein, wo man auch rätseln muss drin.
Ritt auf dem Wind. Ich reite auf dem Wind. Cool. Also. Dann reiten wir mal den Wind. Halt. Aha. Okay, das war easy peasy. Mal gucken, ob ich hier nicht alles verpasse. Stimmt irgendwo noch eine Truhe? Aha. Oh. Das habe ich mir gedacht. Ist hier irgendwo noch was Besonderes? Ich habe ja genug Ausdauer, um nachzuschauen. Ich sehe nichts. Ich habe auch die Truhe gefunden. Mächtiger Konstruktbogen. Bogentasche ist voll. Geschafft. Das war ja easy. Cool. Noch eins. Dann auch wieder ein Herzelein. Herzelein. Okay, ich höre schon auf. Ich bin ganz gespannt. Mal sehen, was die Onis so haben. Das ist so geil, dass wir jetzt hier halt schon so eine lange Batterieleiste haben und sowas. Oh, was ist denn hier los? Ein Krok. Hallo. Geil, dass wir schon so eine lange Batterieleiste haben jetzt, ne? Dass wir den Untergrund schon so ein bisschen abgesucht haben. Und im Endeffekt habe ich jetzt drei Stellen, an denen ich kaufen kann. Wir müssen nur eine ganze Menge Sonanium sammeln, um diese Sachen noch hochzubekommen. Und das heißt eigentlich im Untergrund weiterarbeiten. Aber dann mache ich noch. Und wenn ich auch mal so zwischen den Folgen einfach mal runtergehe, nur um Sonanium zu sammeln, dann mache ich noch. So, hallo, was gibt's denn hier Feines? Hi. Du kommst genau richtig. Wir proben jetzt das Lied. Es wird das Lied von der Himmelsarche genannt. Hei, die sprechen so ein bisschen komisch. Genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf von dem Kataklysmus zu retten. Willst du mal hören, wie das Lied geht? Gerne. Juhu! Es freut uns sehr, wenn uns jemand zuhört. Deswegen werden wir es ganz besonders toll singen. Bitte. Sind alle bereit? Dann lass uns singen. Eieiei. In allen Zeiten vergessen, von allen kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Ich singe das jetzt nicht. Zusammen mit diesen Himmelskinder erschlaffte
erschlafften in Hebra alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land. Dies wurde Kataklysmus genannt. Das Gottessehen nach Himmelshöhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und des himmelsliche Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dies Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlt in Glück. Das Lied handelt von der Arche, die das Onidor vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals ist auch was vom was Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche, gibt's die wohl wirklich? Das wäre sowas von toll. Klar gibt's die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs. Also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Darum müssen wir jetzt auch langsam mit Proben aufhören und uns wieder an die Arbeit machen. Los, Genli, du bist fürs Essen verantwortlich. Und Molly, du bastelst uns noch ein paar Pfeile, ja? Lasst uns auch heute wieder alle unser Bestes geben. Ja, wird gemacht. Dann los jetzt hier, ab an die Arbeit. Wo ihr wahr seid. Warum Kinder. Hier ist keine Sau. Hallo? Oh nein, ich bin so eine Niete. Schon wieder in ein Bett für die Gäste eingeschlafen. Huch, ein Gast. Nein. Ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gästehaus Schwabelnest. Schwalbenest. Im Moment ist niemand sonst hier. Erhol dich also in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Ein normales Bett kostet 20 Rubine. Und das erstklasse ohne Downbett kostet 50 Rubine. Naja, kommt mal der dicke reiche Mann her, nehmen wir mal das dicke Onibett. Also, bis wann willst du dich ausruhen? Bis morgen. Gut verstanden, ich werde dich am Morgen aufwecken. Gute Nacht, der Herr. Hat gerade einen fahren lassen, Alter. Oh, wenn das ist das ein Blut toller Schlaf. Licht die ganze Welt färbt. Erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Beste Träume und in dem ihr Bett. Hass ergießt sich über das Land. Wie schön, schon wieder von Zelda geträumt. Ach, was für eine tolle Nacht. Hi. Guten Morgen, der Herr. Wie war es, in einem erstklassigen Orni-Down-Bett zu schlafen? Naja, weiß auch nicht. War ein bisschen gruselig. Also dann, ich wünsche dir alles Gute. So, gut ausgeruht. Mit Albträumen zwar, aber ausgeruht. Schauen wir mal weiter. Hi, was kann ich für dich tun? Hi. Gutes Essen ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube an dieses Wort, an diese Worte, darum lerne ich auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zu bereiten. Im Moment versuche ich mich gerade an einer Fischpastete mit frischem Ausdauerbarsch. Ein tolles Rezept, mit dem ich allein im Dorf neuen Mut einflößen möchte. Aber leider kann ich wegen diesem Schneesturm das Dorf nicht verlassen, um Ausdauerbarsch fangen zu gehen. Die anderen Zutaten habe ich aber schon. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Steinsalz. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Ausdauerbarsch. Wenn ich da nur noch irgendwie herankommen könnte. Hab ich sowas? Reicht dir einer? Ich glaube, ich habe einen. Mal kurz schauen. Oh, Angelester, Junge. Da sind sie. Blutforelle. Zitterforelle. Müll. Ich hab keinen. Ja, das tut mir leid. Kein Ausdauerbarsch. Oh,
Toll, ein Kunde. Willkommen im Krämerladen Brechspatz. Wie schön, dass du trotz des schlechten Wetters bei uns einkaufst. Also, was kann ich für dich tun? Ich möchte verkaufen. Was biete dir an? Nö, tschüss. Entschuldigung. Wenn du Eisbares wie Fisch oder Pilze möchtest, musst du in den Höhlen außerhalb des Dorfes suchen gehen. An der Straße im Osten des Dorfes und in der Hebrebergen gibt es recht viele Höhlen. Aha, cool. So, wir nehmen mal Butter mit. Da haben wir noch keine. Für den Fall, dass wir sie brauchen. Das brauchte ich auf jeden Fall für irgendein Gericht. Und ich habe es mir schon wieder vergessen, was es war. Ölflaschen, komm. So. War schnell leer gekauft, das kleine Geschäft. Ah, eine Rüstung. Hallöchen. Willkommen und danke, dass du während eines Schneesturms vorbeikommst. Auf dem Weg hierher hast du sicher ganz schön gefroren, oder? Wie wäre es mit etwas warmer Kleidung? Hier im Dorf ist es schon kalt, aber in den Bergen ist es noch viel kälter. Wenn du in den Bergen gehst, erfrierst du, wenn du dich nicht vor der Kälte schützt. Wie kann ich dir helfen? Du bist im Rüstungsladen, Roter Pfau. Wir haben warme Ausrüstung. Auch im Dorf ist es kalt, aber in den Bergen ist es noch viel kälter. Boah. Erfrieren willst du doch sicher nicht. Also besorg dir lieber etwas gegen die Kälte bei uns. Kann ich dir noch etwas antun? Nein. Danke, tschüss. Hau ab jetzt. Oh, sie erzählt uns natürlich auch noch was. Und wenn man einmal drin ist, kann man einen glitzernden Stein dort zerschlagen, um an ein paar Edelsteine zu gelangen. Das kennen wir schon. Die kannst du dann bei uns oder beim Krämerladen nebenan gewinnbringend verkaufen. Na gut. Alle Informationen, die kannten wir schon. Was kostet denn der Spaß hier eigentlich? 650? 500? 1000. Komm. Jo. Immer ja damit. Alter, hau ab, ich will nicht mit dir sprechen. Ja, damit. So. Dann können wir bei Gelegenheit nachher gleich nochmal schnell bei einer Fee vorbeifliegen. Und schauen, dass wir da die Hosen verbessern oder so. Hosen würde ich bevorzugt nehmen. Weil wir haben nur diese Schneehose hier als Hose. Rüstung, Brustrüstung haben wir am besten ausgestattet bisher. Und wenn Hose reichen sollte, wäre das ja schon super. Wird es aber wahrscheinlich nicht. Hier kann man kochen. Da flötet irgendwo einer. So, da ist der Turm. Den müsste ich auch mal bereisen. Vielleicht hole ich mir den dann als nächstes. So, mal schauen, was haben wir hier noch? Da ist noch jemand zum Sprechen. Hier draußen. Sieht aus, als wäre hier nicht viel. Das ist eine Absprungplattform, ne? Kann man da am besten hin? Schlechte Sicht auf jeden Fall, ne? Ach, diese Hintergrundmusik. Das erinnert mich so sehr an Wind Waker. Ich liebe es. So, was haben wir denn hier? Weile. Oh. Ah, Moment mal bitte. Die gehören mir. Sind dir die Pfeile ausgegangen und du brauchst dringend neue? Dann könnte ich dir welche geben. Oh Mann. Aber hör mir vorher mal kurz zu. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Das ist mir eine grandiose Idee gekommen. Aber in diesem Schneesturm kann ich keine Eisfrüchte holen, Kane. So was Gutes ist mir schon lange nicht mehr eingefallen. Aber ohne Eisfrüchte kann ich es nicht ausprobieren. Ich muss ja dieses K, das überlese ich teilweise einfach schon. Pfeilmacherin Mollys, bitte. Was willst du? Oho, was weht mir denn da für ein eisiger Hauch aus deiner Tasche entgegen?
entgegen. Oha, das ist doch eine Eisfrucht. Ui, und da ist ja noch mehr. Du hast da noch was Kaltes und Schleimiges. Naja, darüber rede ich mit Kindern nicht. Ist das weiße Schleimgelee? Ach so. Ah, ja, ja. Von diesem weißen Monster, das einen einfriert, wenn man es anfasst? Oh, das würde mir bestimmt auch weiterhelfen. Willst du mir nicht vielleicht eine Eisfrucht oder etwas weißes Schleimgelee geben? Ja, eine Eisfrucht. Juhu, ich freue mich so, danke. Meine großartige Idee ist nämlich so, was an einem Pfeil zu befestigen, um Monster aus der Ferne einzufrieren. Wow, ich kriege richtig Angst vor meiner eigenen Schlauheit. Was wohl passiert, wenn man andere Materialien an einem Pfeil befestigt? Das kippt dann bestimmt auch andere Effekte. Ich bin genial. Was ich mir für tolle Ideen aus den Federn schüttel. Puh, das ist wohl etwas mit mir durchgegangen. Vielen Dank jedenfalls. Bitte nimm die hier von mir an. Mein Papa macht ganz tolle, starke Bogen. Und ich habe mir überlegt, ganz viele Pfeile zu erfinden, die perfekt zu Papas Bogen passen. Ich werde weiter nützliche Pfeile für unser Dorf herstellen. Und eines Tages bin ich dann die beste Pfeilmacherin aller Zeiten. Und mein Papa wird richtig stolz auf mich sein. Du hast auf jeden Fall schon gut angefangen. Respekt, kleine Maus. Boah, hier geht's ab, oder? Okay, jetzt Schluss. Wo ist denn hier der Obermufti? Der hat sonst nur hier ganz oben gesessen. Mal schauen, was hier hinten abgeht. Hier sind sogar mal Erwachsene. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Entschuldigung, kennen wir uns? Link, es siehst, du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Theba. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Nö. Gab's damals einen? Doch, na klar. Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich hab euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegentreten, bist und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsflug heute etwa war, der war, oh, Entschuldigung, etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelssprache etwas dran. Aber ich glaube an so eine Blödsinn nicht. Blödsinn? Pass auf, was du... Du liebe Zeit. Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem Lied? Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt es das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig ein Kataklysmus nennen kann. Also
Wer weiß, vielleicht ist es am Liedchen ja doch etwas dran. Und sei das Lied von der Himmel, von der Himmelsarche auch nur ein Kindersang. Irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orli bis so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältig Vorbereitungen treffen. Aber Tulin, naja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Als ob, ne? Hat er mit Absicht gesagt. Naja, bla bla, bla bla. Hä? Was? So, es hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingegen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Uni würde sich aufrichtig gern an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu. Und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe. Untersuchen, naja, allenthalben danach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Ah, vielleicht gibt es ja jemanden, der mir helfen kann. Also ich frage doch mal Hayates. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja noch etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben? Ja. Dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal dort vorbei. Ja, das ist vor allem auch die Richtung, die wir ungefähr möchten. Ich würde vorher auf jeden Fall erstmal den Turm holen. Okay. Von hier aus, glaube ich, kann man gut abspringen. Sollten wir bis rüberkommen, oder? Zack. Lassen wir uns da die Lumpen. Klettern wir schnell zu dem Türmchen hoch. Dann sehen wir auch erstmal mehr. Oh. Da ist Kollege Schneeschuh. Den können wir direkt mal etwas Warmes anbieten. So. Ja, Pfützen kaputt machen. Das habe ich als Kind schon immer gerne gemacht. Was ist das? Oh! Hier vorne gibt es was zu tun. Guten Tag. So, so, so. Da ist ja einiges los. Zwei silberne. Ein blauer. Und da hinten kommen ja noch mehr Viecher dazu, ne? Das wird hier noch ganz schön deftig. Das ist eine ganz schön deftige Truppe, würde ich sagen. Da wird es doch Zeit für ein kleines Utensil. Mein Brand. Zack. Der Spaß verlangt es von uns, das zu tun. Kostet mich nur 30. Zack, 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 zack. Jawoll. So. Schicken wir den schon mal ein bisschen so vor. Ja, dahin. Ob die überrascht sein werden von hinten. Guck, guck. Jawohl, gefeuert. Ups. Ups. Ich hacke erstmal Bäume. So, mal sehen. Wir haben bloß noch einen Stab. Den hebe ich mal auf. Ja, dem Ding mal vor hier. Sollte ein bisschen aus der Schussbahn gehen hier. Oh oh. Ui, 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 ui. Ruhig.
Hat er mich sogar angezündet. Na, er lümmelt. Au. Okay. Ich glaube, es lohnt sich gerade, hier nochmal was einzuwerfen. Aha. Geil, noch so ein Königsschild. Ah, die prügeln sich da vorne. Kommt gleich dazu. Einen Moment noch. Röstkastanien. Oh, ist die jetzt schon Weihnachten? Jetzt zur Zeit auch noch, wird gerade erstmal Sommer. Soll ich ja eigentlich gar nicht an Röstkastanien denken. Macht mal da, ich hab hier Spaß. Okay, der große da wird gut reinhauen, ne? Was haben wir hier? Ein Flammschild. Na komm, das können wir mal kurz hier so. Zack. Los, geht's dir gut? Halt, bevor alles verbrennt. Oh, schon fast alles weg. Was haben wir hier? Eisvogelschwert. Cool. Hey, du da. Hallo. Ah, jetzt geht das Ding hier. Hier, brenn mal ein bisschen, mein Freund. Guck mal, was wir hier alles haben. Oh, schön. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Da rennt er weg. Na gut. Beenden wir das Ganze. So. Wir haben hier eine coole Waffe bekommen, oder? Naja. 28. Schade drum. Aber wir nehmen sie erstmal. Kann ich hier anzünden eigentlich? Oh ja, kann ich. So. Da wären wir wieder. Hoch zum Turm, oder? Haben die eigentlich irgendwas bewacht? Moment mal. Da oben drauf, wenn dann sicher, oder? Ja, ist tatsächlich was. Riesenleuchtsam. Naja, den brauchen wir tatsächlich auch wieder. Trotzdem ist es jetzt nichts Besonderes. Das ist nochmal ein Stein. Ich dachte kurz, es wäre von dem Krog. Oh, warte mal, hier war doch dieses Ding. Ah, ja, warte mal. Hier musste doch dieses Loop-Training machen in Breath of the Wild. Ich erinnere mich. Aber wir gehen erstmal hoch zum Turm. Alles andere später. Ist noch ein Stückchen. Nützt nichts. Oha. Vorsicht. Oh,
Schnee gilt ja nicht als Regen. Das heißt, das brennt alles wundervoll. Schön. Und das Ding funktioniert auch direkt. Das ist ja mal was ganz Neues. Da ist ja mal was ganz Neues hier. Was sehen wir an? Da oben ist auch einiges. Da sehe ich direkt ganz oben im Himmel ein Schwein. Da ist auch noch einer. Da auch. Wow, hier gibt es noch viel zu tun. Und das große Gebiet aufgedeckt. Wunderbar. So, wir landen direkt mal hier oben, weil da gibt es ja noch was. Gucken, ob wir von hier aus da weiter hochkommen. Also wir kommen auf jeden Fall erstmal weiter. Da gibt es noch Gerätschaften. Da oben noch ein Schrein. Mal schauen, ob wir da auch noch höher kommen. Weiß ich noch nicht. Was ist das da? Was ist denn das? Ach! Das ist so einer. Auch das noch. Was ist denn das? Hier hinten auf dem Plateau? Alles klar. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Aber damit fangen wir dann erst in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran, abonnieren, kommentieren und tschüss.